WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die neue grün-rote Landesregierung will umfassende Änderungen im Bildungsbereich. Neben der Abschaffung von Studiengebühren ab 2012 soll es flächendeckend Ganztagesschulen geben. Die Gemeinschaftsschule soll kommen und frühkindliche Betreuung soll ausgebaut werden. Die Kosten sollen unter anderem durch höhere Steuern auf Grunderwerb gedeckt werden. Der Kindergarten bleibt indessen kostenpflichtig. Die Bildungspolitik soll nach Worten des designierten grünen Ministerpräsidenten das Prestigeprojekt der neuen grün-roten Regierung werden. Nach den deutlich sichtbaren Spannungen wegen Stuttgart 21, das die SPD gern will und die Grünen eben nicht, sollen die politischen Richtungsänderungen im Bildungsbereich deutlich machen, wohin beim Wechsel zu grün-rot die Reise geht. Sozial ungerecht und selektiv sei das bisherige Schulsystem und habe gerade Kinder aus bildungsferneren Schichten den Aufstieg verriegelt. Das soll sich jetzt ändern. Wie können wir Bildungserfolg von der Herkunft so gut wie möglich entkoppeln? Also das wollen wir ändern, das ist für uns die große Herausforderung. Unter anderem soll die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlungen durch die Lehrer diese Herausforderung meistern helfen. Welchen Abschluss Schüler wo anstreben, das entscheiden zukünftig allein die Eltern der Kinder. Und wir wollen ein Stück weggehen von dieser Aussortieren. Und deswegen werden wir innovative Schulkonzepte von unten zulassen und nicht mehr blockieren. Auch der landesweit flächendeckende Ausbau der Ganztagsschulen gehört für Grün-Rot als zentraler Baustein zu diesen innovativen Schulkonzepten. Der sichere die soziale Bildungsgerechtigkeit. Kein Kind darf verloren gehen. Wir müssen alle mitnehmen. Und deswegen heißt die Überschrift individuelle Förderung. 1.500 neue Lehrer soll es deshalb für die neuen schulischen Ganztagsangebote geben. Gymnasien dürfen zudem G8 und G9 Züge gleichzeitig anbieten. Dazu kommen neue Gemeinschaftsschulen bis zur 10. Klasse und zwar dort, wo sie von den Betroffenen gewünscht werden. Sei es von Schulgemeinschaft, von engagierten Bürgermeister, Gemeinderäten, Elterninitiativen. Auch bei der frühkindlichen Bildung gibt es Änderungen. Mehr Erzieher sollen besser qualifiziert und weitergebildet werden. Kinder sollen schon vorschulisch, vor allem sprachlich, besser gefördert werden. Dazu kommt das Recht auf den Kindergartenplatz. Das alles wird kosten und soll vor allem durch höhere Grunderwerbssteuern finanziert werden. Wir haben uns darauf geeinigt, 1,5%. Und dann ist die Frage der sozialen Auswirkungen, wo man eventuell dann Teil des Mehraufkommens dafür verwenden muss. 1,5% ist grob gegriffen sind es 300 Millionen mehr. Ein Teil der grün-roten Grunderwerbssteuererhöhung steht den Kommunen zu und soll deren Kostenanteil decken helfen. Die Restkosten der Bildungsreform sollen laut SPD und Grünen von frei werdenden Lehrerstellen kommen, wenn in den kommenden Jahren die Schülerzahlen sinken. Der FDP-Landtagsfraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rühlke hat die Bildung und Steuerbeschlüsse als ideologisch und Bürgerabzocke kritisiert und die SPD als Verliererin im Koalitionspoker bezeichnet. Rühlke sieht zudem ein Risiko für die Konjunktur. Zustimmung kommt hingegen von der Bildungsgewerkschaft GEW. Der Baden-Württembergische Gemeindetag bejaht die Reformen, neue Zusatzkosten dürfe es aber nicht geben. Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat im Rahmen seiner Ostersonntagspredigt in Rottenburg die Menschen vor hybrider Selbstüberschätzung gewarnt. Das zeige die Natur- oder Atomkatastrophe in Japan ebenso wie die blutigen Auseinandersetzungen in der arabischen Welt, der kirchliche Missbrauchsskandal oder die Finanz- und Eurokrise. Sich eigener Endlichkeit bewusst sein und Grenzen annehmen. Zu diesen Grenzen gehöre auch der Schutz ungeborenen Lebens. Das dürfe nicht durch derzeit politisch diskutierte diagnostische Methoden wie die Präimplantationsdiagnostik beim Embryo selektiert werden. In der PID sortieren Menschen nicht lebenswerte Menschen aus. Die Verworfenen sind die endgültig Verlorenen. PID tötet Überzählige und nutzlose, embryonale Menschen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.